Servus, grüß denk und guten Morgen hier aus dem Wald. Ja, erster Beitrag von dem Jahr 2022. An der Stelle alle ein kurz neues Jahr. Erzähl gar nicht viel jetzt drüber, habe ja meine Neujahrsansprache gemacht. Und an der Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank für die ganzen netten Kommentare. Es war kein einziger Kommentar dabei, wo irgendwie negativ war. War richtig cool. Gefällt mir. Ja, eigentlich wollte ich ganz woanders hinfahren, aber auf dem Weg hierher ist ein Waldgebiet, wo ich schon tausendmal vorbeigefahren bin und haben wir es noch nie angeschaut. Jetzt bin ich einfach hier stehen geblieben und haben mir das Ganze ein bisschen angeschaut. Es ist kein großes Waldgebiet, das Problem ist, es geht wirklich hier eine Straße oben vorbei und hier runter hinter mir. Also ich bin jetzt hier rumgegangen, bin das Ganze, glaube ich, auf eineinhalb, knapp zwei Stunden komplett abgegangen. Das sind sogar die Waldgebiete, wo man in Deutschland wirklich überall findet. Und ja, es ist einfach so, man findet nicht wirklich Ruhe da drin. Heute fährt das Auto vorbei. Es ist jetzt nicht so toll. Es ist alle 50 Meter Jagersitz. Okay, das stört jetzt mich nicht. Ich stehe mit den Jägern sehr gut. Und halte mich an die Regeln und alles. Von dem her schaue ich, dass ich die nicht störe. Dass wirklich in Ruhe auf die Jacke können. Das ist auch ein Anliegen. Schaut ein bisschen auf die Jäger und die Jäger sollen ein bisschen auf Bushcrafter schauen. Gemeinsam können wir uns da echt was Schönes aufbauen und können wir uns gegenseitig respektieren. Ja, aber warum ich rausgegangen bin, ich mag einfach wieder raus und habe hinten ein bisschen was hier mitgenommen. Und zwar geht es heute wieder mal, bevor es wieder dann auf Overnighter-Touren geht. Ich warte noch ein bisschen auf den Schnee. Es ist zumindest schon kalt. Letzte Woche haben wir ja 16 Grad teilweise plus gehabt. Da habe ich auch keinen Bock gehabt, dass ich irgendwie über Nacht draußen bleibe, weil das mag ich nicht. Ich mag Winter, ich mag Schnee und mag einen Winterbiwak machen. Und das kommt jetzt in der Feuer in ein Waldgebiet, wo es wirklich abseits ist. Tschechei. Cool. Ja, aber heute wieder mal Aufbauvariante. Ihr wisst, ich experimentiere schon länger mit Zeltbahnen rum. Habe jetzt auch ein paar Zeltbahnen auf Lager, die richtig geil sind, aber die arbeite nach der Reihe ab. Mag ich noch ein bisschen Erfahrungen sammeln. Es sind ein paar echte Schmuckstücke dabei. Da komme ich noch drauf zurück. Die werden dann auch umgebaut als Hottent und so weiter und so fort. Aber heute geht es wieder, was ich hinterbei habe, den Plaschpalatka, so heißt das, kriegst du nicht mehr raus. Plaschpalatka von den russischen Streitkräften. Den habe ich viele, viele Jahre schon und habe da auch schon sehr viel umeinander experimentiert. Und möchte euch einfach heute Aufbauvariante zeigen, die wirklich für den Winter sehr gut ist. Man kann sogar einen Ofen einstellen, wenn man mag. Okay, ich gehe jetzt ein paar Meter rauf, da habe ich einen kleinen Platz, da kann ich ein bisschen was aufbauen, weil es ist sehr schwierig hier, ist alles schief. Da oben ist ein bisschen ein ebener Platz und da baue ich das Ganze auf und da sehen wir uns. Bis gleich. So, das ist immer diese ganze Problematik, wo wir schon sehr, sehr viele Zuschauer geschildert haben, dass man einfach sehr wenige Plätze findet, wo man wirklich Ruhe findet. Der Herz ist im Hintergrund, ist nicht so weit weg, ich denke mal so 800 Meter eine Straße. Stört mich jetzt halt nicht, wenn ich einen Overnighter mache, stört es mich definitiv, gerade wenn ich filme, ist es natürlich ultra nervig das Ganze. Aber man kann auch einfach mal in so kleine Waldgebiete gehen und das Ganze hier ein bisschen aufsauen. Ist ja kein Problem. Aber ich weiß die Problematik, ich kann euch den Tipp geben, schaut bei Google Maps, einfach wirklich riesengroße Waldgebiete, prägt euch das Ganze ein bisschen ein. Aber ich kann aus Erfahrung sagen, dass kleine Waldgebiete auch sehr, sehr viel zu bieten haben. Also da habe ich aus Erfahrung gemerkt, dass gerade im Bayerischen Wald gibt es kleine Waldgebiete, die haben schöner wie der Nationalpark. Ohne Schmarrn, die sind wirklich beachtlich schön von der Natur her und auch sehr, sehr ruhig. Also da müsst ihr einfach ein bisschen rumexperimentieren, ein bisschen rumfahren und ein bisschen die Waldgebiete alle durchstreifen und schaut euch wirklich auch so kleine Waldgebiete einmal an. Auch wenn eine Straße vorbeigeht, ist es nicht so dramatisch. Da haben echt auch wirklich da unten tolle Steine drin gewesen, wirklich sumpfige Steine, so wow, richtig cool, also hat mir gefallen, auch ein bisschen Altbestand, recht geil. Okay, und hier, der Platz ist der einzige, wo ich ein bisschen eben gefunden habe, wie gesagt, mit der Straße im Hintergrund, ich hoffe, ich störe euch nicht zu sehr, und da werden wir heute das Ganze ein bisschen aufbauen. Das ist eine Aufbauvariante, dazu braucht man drei Plaschpalatka oder Plaschpalatka, wie man sagt, sprich mir da immer, Entschuldigung. Ja, und ja, drei Bahnen sind natürlich eine Hausnummer, mit zwei kann man auch schon wunderbar was bauen, aber es ist jetzt mehr auf das getrimmt, dass ich sage, okay, Overnighter im Winter, vielleicht mit Zeltofen drin,
da ist es wirklich auch vom Platzangebot sehr gut, weil ich habe es einmal Zeltbahn gesehen von den Ungarn, die ungarische Zeltbahn, die ist natürlich vom Parkmaß her weitaus kleiner wie drei Plasch Palackas, aber das Problem ist, man hat nicht wirklich viel Platz drin, wenn man sich jetzt ein Hottent bauen mag. Da bin ich jetzt gerade am Experimentieren im Hintergrund, da kommt jetzt demnächst auch was, da baue ich was um, aber da kommt was richtig Geiles. Okay, ich packe jetzt einmal aus und dann werde ich Schritt für Schritt ein bisschen erklären, wie wir dann später noch einen Tee kochen und ein bisschen was zum Essen machen da draußen und dann verschwinde ich wieder und hoffe, dass euch das Video ein bisschen gefällt und dass der ein oder andere da wirklich was rauszieht und was für sich gewinnen kann. Das ist jetzt das gute Stück der Plasch Palatka Leinwandplane. Die ist ja, 1,80 m auf 1,80 m und die meisten kennen es. Ist natürlich was sehr was Altes. Es ist Vintage, also das ist aus den 80er Jahren circa und es gibt dann auch frühere ja, Exemplare. Das sind jetzt ja, drei verschiedene. Es sind zwar Plasch Palatka, aber jeweils ein bisschen anders. Da hat es anscheinend mehrere Versionen gegeben. Das sieht man an den Messingösen oder an den Lederösen. Aber im Großen und Ganzen passen sie ganz gut zusammen. Halt farblich ein bisschen unterschiedlich, aber es ist sehr schwer, einfach irgendwas zu bekommen. Und wenn, ist teilweise so teuer, dass man es gar nicht leisten kann. Ja, diese Plane, die kann man wirklich für alles Mögliche hernehmen. Wie immer wieder zurückkommen meine Videos auf das Ganze. Man kann es wirklich als Groundsheet hernehmen, man kann es als Tarp hernehmen, man kann sich ein Zelt damit bauen, Pyramidenzelt, wie auch immer, ein A-Frame oder man kann es als Notfall-Schlafsack hernehmen. Das Ganze ist sehr, sehr gut wasserdicht, muss ich echt sagen. Meine Hand nicht gewachst, also weil zum Beispiel diese ja, ungarische Zeltbahn habe ich gewachst und ja, da kann ich auch gleich sagen, die ungarische Zeltbahn ist weitaus dicker wie dieser Plasch Palatka, also der ist eigentlich relativ dünn, muss ich natürlich vom Packmaß her bemerkbar machen. Man kann das Ganze natürlich schon viel kleiner binden. Man kann es multifunktional nutzen als ja, Hängematte, wie auch immer. Da kann man wirklich umeinander experimentieren, wie man mag. Okay, ich werde das Ganze jetzt dann hinlegen und dass ihr das Ganze auch nonverbal alles ein bisschen versteht, dass ich nicht jeden Schritt 5 Minuten erklären muss. Ich werde es auch bildlich so darstellen, dass es ihr versteht, das ganze Prinzip, weil es eigentlich relativ einfach ist. Wie gesagt, man braucht drei Zeltbahnen, die seht ihr jetzt auch. Und dann kann man es entweder hängend machen oder mit einem Pfahl drin, wo das ganze Gerüst, also das ganze Gestell alles aufliegt und das Ganze ja, stabilisiert, dass er richtig gut steht. Das kann man machen, wenn man mag. Ihr könnt euch die Konstruktion auch schauen von der ungarischen Zeltbahn, da habe ich so Siemens Lufthaken eingebaut, quasi, wo man es aufhängen kann, das Ganze, dass man innen drin keine Stange hat. Okay, dann würde ich sagen, starten wir mal. So, jetzt haben wir hier eine Stange fest verankert, im Boden eingegraben. Gegangen noch tiefer, aber es ist bloß ein Veranschaulichungsbeispiel, von dem her passt es.
das Ganze wird sich dann sauber spannen alles und dann ist das stabil. Das ist natürlich so, von der Höhe her kann man variieren. Entweder macht es spitzer das Ganze, dass man in der Höhe mehr Platz hat, oder man macht es auslaufender. Das kann man sich, ja, wie man mag, selber gestalten. Man kann es flacher machen. Ich mache es meistens immer ein bisschen flacher, dass es ein bisschen auslaufender ist das Ganze, dass ich mehr Platz habe zum Liegen. Weil mir reicht eigentlich immer die Höhe, dass ich in der Hocke sitzen kann wie jetzt. Das ist eigentlich für mich schon ausreichend. Genau, und jetzt würde ich das Ganze mal hier dann aufspannen. Und da kann man natürlich auch, wie gesagt, verschiedene Möglichkeiten nutzen. Dass man es aufhängt mit einem Paracord oder dass man hier oben, wo es zuspitzt, einen spitzt. Das habe ich schon gemacht in einem Video. Das blende ich jetzt einmal oben ein. Da könnt ihr euch einschauen. Da habe ich diese Aufbauvariante auch gewählt. Da habe ich das dann so gemacht, wenn man das oben drauf steckt. Man kann auch oben einen kleinen Nagel einschlagen, je nachdem, wie man mag. Da seid ihr kreativ. Und ja, jetzt baue ich es mir auf, dann spannen wir das Ganze einmal und dann schauen wir uns an, wie das Platzangebot ist. Ich persönlich baue es halt ein bisschen höher einmal, weil ich es probieren möchte. Und ja, schauen wir, was rauskommt. Ja, seht ihr mir, ich werde jetzt das Ganze hier alles ein bisschen abspannen und nachher schauen wir uns das von alle Seiten einmal ganz genau an, wenn ich fertig bin mit dem Abspannen, dass es sauber steht und dann seht ihr mal, wie viel Platz das man da drin hat. So, das Ganze steht jetzt, wir haben hier schon ein bisschen was vorbereitet für einen Tee und eine Kleinigkeit zum Essen und jetzt machen wir ein bisschen einen Rundgang, dass es seht, dann einmal ein bisschen eine. Nebenbei mache ich das Ganze hier und ja, schauen wir es uns mal an. Ja, das Ganze kocht jetzt, jetzt habt ihr es mir außen gesehen, innen ist schwer zum Filmen für mich, aber ich gehe jetzt da mal rein, dass ihr seht, das ist massig Platz, also wirklich zum Schlafen, Holzofen oder so, überhaupt kein Problem nicht. Wenn da liegt, ich kann da hinten meine ganze Ausrüstung hinschmeißen, ihr seht es. Und jetzt liege ich noch nicht einmal ganz vorn. Also man hat echt Platz drin ohne Ende. Also man kann locker hier zu zweit schlafen mit Holzofen. Natürlich wird das Ganze ein bisschen kleiner dann, wenn ich vorn zu mache. Da ist es jetzt am allerbesten, wenn man so ein kleines Fleckerl noch dabei hat oder so, das wo man jetzt vorne noch drüber spannt. Man kann sich ja selber was, ja, nähen quasi noch, so man da einer hängt und dann hat man richtig richtig großes, ja, Hot Tent, also das ist wirklich brutal riesengroß. Jetzt habt ihr es mal ein bisschen gesehen, also das Platzangebot ist riesig, das ist echt Wahnsinn. Jetzt hoffe ich, dass das einmal fertig ist langsam, weil mich hungert. Ich teste mir ja immer noch durch, also bis jetzt schmeckt es sehr gut. Eins habe ich dabei gehabt, das hat es mir persönlich nicht so geschmeckt, war aber von qualitativen her sehr hochwertig, so man merkt, und zwar war das Fisch und Reis. Das war jetzt nicht so meins. Ich bin nicht so der Fischfan, aber war auch gut. Aber die meisten haben bis jetzt sehr gut. Ich komme immer wieder drauf zurück. Ja, was kann ich sonst noch sagen? Wie gesagt, es ist wirklich geil, wenn man sich da wirklich selber was ausschneidet. Und dann kann man so eine richtige Pyramiden bauen. Und da ist man echt safe. Man macht hier einen Ausgang für einen Zeltofen. Kommt bei mir jetzt dann auch, aber auf einen anderen
auf einer anderen Zeltbahn. Also wirklich mega, mega geil, riesig Platz. Man kann das Ganze natürlich hinten alles komplett zumachen dann, damit es ein bisschen mehr Mühe gibt. Und dann ist es wirklich schön dicht drin und hat man echt einen richtig geilen Bushcraft-Flair. Also es ist wirklich cool. Ich muss noch ein bisschen schauen, weil da ist gerade jemand rumgegangen mit einer blauen Jacke und hat mich ganz komisch angeschaut. Ich habe mich dann grüßt, er ist dann weitergegangen. Denk, er wird wahrscheinlich Verstärkung holen, weil die meisten Männer, wisst ihr ja selber, sind einfach nur in der Gruppe stark. Statt dass er zu mir hergeht und mich schnell fragt, was ich da mache, schaut er komisch, ist dann rumgeschlichen da unten, hat sich versteckt da drauf geschaut. Mir egal, das Ganze hier ist ja ein bisschen, ja, nicht so meins. Also das Setup auf jeden Fall. Essen alles perfekt, aber diese Straße im Hintergrund, habe ich festgestellt, wo ich auch schon länger weiß, wenn man arbeitet, stresst es einen überhaupt nicht, da kriegt man es gar nicht mit. Aber wenn man dann so ruhig kommen mag und es verläuft da hinten eine Straße und fährt alle 30 Sekunden oder Minuten ein Auto vorbei, ist jetzt nicht so meins. Dann laufen hier Leute rum, aber naja, mein Gott, das ist halt heute so. Ich wollte das einfach jetzt einmal ein bisschen anschauen, das Gebiet, und das habe ich auch gemacht. Ja, wir werden das jetzt einfüllen und dann machen wir uns einen Tee und werden uns noch kurz auf ein paar Worte sehen und dann war es schon wieder. So. Machen wir da mal dicht. Ja, ein paar Worte jetzt noch zu diesem Brenner gleich. Also ich stehe immer wieder fest mit den Naturmaterialien, was ich rumexperimentiere. Es schmeckt sehr gut, kann man sich das Räuchern schon sparen, vor allem mit dem Kampfer drin und so. Aber man bringt einfach nicht diese Hitze her. Es dauert ewig lang, bis man so eine Tasse echt kocht. Also das ist wirklich eine lange Geschichte. Und ja, ob das Experiment was wird, weiß ich nicht. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, aber ich vermute langsam, dass ich es nicht hinkriege. Ich kriege einfach diesen Hitzegrad nicht hin. Zu dem Essen hier. Tactical Foodpack probiere ich momentan ein bisschen durch. Also einige durch. Heute habe ich Meat Soup gehabt. Also die war echt richtig gut, aber mir fast zu süß. Also die war echt, wenn ganz viel Zucker drin wird. Die hat auch sehr viel Energie. Also schauen wir mal. Salz, Eiweiß, Liebe, Sugar. Ja, es sind pro 100 Gramm 15,4 Gramm Zucker drin. Also das ist schon heftig. Also dauerhaft möchte ich nicht davon ernähren, aber so Touren ist cool. Aber selber kochen ist halt noch immer das Allerbeste. Vor allem so ein Tee dazu, wunderbar. Weil ich gestern erst gerade meine Kinder unterwegs. War traumhaft. Die mögen den Tee auch so gern. Und der ist richtig, richtig gut. Ja, dann sind wir jetzt soweit durch mit diesem Beitrag hier für diesen Plush Palatka Hot and Tippy. Also richtig geil, richtig groß, hat richtig geilen Flair, definitiv. Was kann ich sonst noch sagen? Essen, das habe ich euch erklärt. Jetzt geht es dann eh wieder auf Tour. Hoffe, dass jetzt der Schnee kommt. Die Woche sollte er kommen. Also bin ich dann unterwegs. Bin ja jetzt dann einmal mit dem Franz drei Tage unterwegs. Machen wir gemeinschaftliches Winterbiwak, wie ich schon mal erzählt habe, dass wir das vorhaben. Das ziehen wir auch durch. Bin aber davor einmal allein unterwegs, ein, zwei Mal noch. Und ja, geht so dahin jetzt einfach zu der Neujahrsansprache noch kurz, weil ich das Ganze nicht mehr ansprechen werde. Also wir haben diese Nachrichten von euch, ja wirklich, keine Ahnung, Stunden, Tage schon fast, nur Nachrichten gelesen. Ich habe echt jede gelesen. Und das waren wirklich lange Texte, nicht nur bei YouTube, sondern über Facebook, Instagram, Homepage, Mails. Es war gigantisch, was da für Feedback gekommen ist, was mir sehr viel zum Denken gegeben hat, wie das Ganze handhaben wir mit diesen negativen Sachen, diesen Kommentaren und so. Also ich will mich da überhaupt nicht mehr rechtfertigen. In keinster Weise gibt es auch kein Wort. Vielleicht, wenn was Lustiges dabei ist, wir es einmal ansprechen, auch sowas zum Bewerben. Ich werde es einfach durchziehen, so wie ich mag. Wenn es auch nicht passt, muss ich es nicht anschauen. Das ist dann sein Problem. Ich kann es einfach nicht jedem recht machen. Ich bin jetzt an einem Punkt angelangt, von einer Größenordnung, wo ich sage, ich kann es nicht mehr jedem recht machen. Es geht einfach nicht. Es ist unmöglich. Und von dem her muss ich einfach meinen Weg alleine gehen, wie immer in meinem Leben, und das voll so durchziehen, wie ich mag. Wenn es auch nicht passt, passt es ihm nicht. Ganz einfach. Passt ja eh fast alle. Manche passt es halt einfach nicht, aber er muss es ja nicht anschauen. An der Stelle nehme ich echt danke für viele Sachen, auch von der Ressourcenschonung her. Es wird echt verdammt schwierig. Ich habe mich mit Firmen schon in Verbindung gesetzt, aber da einen Weg zu finden ist ja fast unmöglich. Also das ist echt
schwierig, aber ich will mein Bestes geben. Ja, es sind so ein paar schöne Touren, die sind auch geplant. Also echt coole Sachen, viele Sachen, wo ich jetzt dann selber konstruieren will. Wie Hot Tent kommt jetzt auch ein bisschen mit rein bei mir. Da komme ich demnächst drauf zurück, gibt es auch ein Video. Ich will nicht immer einen Hot Tent schlafen, definitiv nicht. Aber jetzt im Winter hin und wieder mal, wenn es schön schneit draußen, einmal richtig cool. Ist einmal auch mal was anderes für mich. Genau, ja, sonst kann ich jetzt gar nicht viel sagen. Ich will jetzt noch ein bisschen hierbleiben, meinen Tee genießen. Muss ich eh mal kurz trinken. Der ist noch heiß. Und dann verschwinde ich da auch wieder, weil das ein bisschen nervig ist mit dieser Straße da hinten. Die hört man schon ganz schön. Und da kann ich sehr viele Follower von mir und Zuschauer verstehen, dass mir immer fragen, hey, wo findest du deine Plätze und so. Ich muss jetzt sagen, ich fahre meistens im Bayerischen Wald, Tschechei, aber das sind von mir da, von denen, wo ich wohne, auch knapp 200 Kilometer oder bis zu 200 Kilometer. Das kann ich nicht in der Woche dreimal fahren, das geht nicht. Also muss ich auch unsere heimischen Wälder besuchen, wo auch sehr schön sind, aber ich muss wieder ein bisschen Abstriche machen, dass wieder mehr Straße ist wie heute. Das ist auch wieder so, ich habe es jetzt einfach gefilmt, weil ich kann jetzt nicht da 6 Stunden rumrennen, dass ich meinen Platz habe, wo ich gar nichts mehr höre, weil es einfach zeitlich nicht geht, weil es dann wieder dunkel wird. Das ist ein Schmarrn und ich mag auch ein bisschen was draußen machen und so. Und das ist auch was, da nehme ich keine Rücksicht nicht. Und das ist mein Straßenhintergrund, das ist jetzt in einem Video im Jahr oder im zwei ist halt so, mein Gott, wer es nicht anschauen kann, weil es nicht so stresst, der muss sich dann ausschauen, ganz einfach. Okay, dann würde ich sagen, trinke ich meinen Tee, komme noch ein bisschen zu mir selber, ein bisschen Ruhe, dann geht es wieder nach Hause zum Videoschnitt heute auf Nacht. Noch ein bisschen Sport jetzt, ein bisschen Eisbaden. Wenn sowas interessiert, ihr wisst, Instagram werden sehr viele Sachen veröffentlicht, von meinem Privatleben auch sehr, nicht zu detailliert, aber es gibt sehr viele, was jetzt hier mit diesem Bereich Bushcraft Survival nichts zum tun hat, sondern auch Outdoor und Sport und so. Wer mag, schaut da ein, freue mich auch. Ich wollte es eigentlich löschen, auch Facebook, aber habe mich dafür entschlossen, ich mache es jetzt aber weiter dieses Jahr und schauen mal, was dabei rauskommt. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann auch bald wieder. Anständig bleiben, sauber bleiben, wie immer, ehrlich bleiben, nicht zu verlegen, rausgehen, Natur, einfach genießen, auch wenn einmal jemand mit einer blauen Jacke vorbeiläuft. Egal, interessiert mich nicht. Kann mit mir reden, wenn er mit mir nicht redet, ignoriere ihn ganz einfach. Wenn er mir angelangt, muss ich ihm wieder helfen. Nicht. Okay, so schaut es aus bei mir. Ich sage Servus und bis zum nächsten Mal. Für euch.